Herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach, und heute reden wir darüber, was du tun kannst, wenn Flaute im Bett ist. Was du tun kannst, wenn der Sex in der Beziehung ausbleibt oder einfach nicht mehr schön ist. Das ist leider ein Faktum, was jeden irgendwann mal in einer Partnerschaft erwarten kann. Ich kriege sehr häufig die Frage gestellt: Emanuel, bei uns im Bett läuft es nicht mehr, was sollen wir tun? Was ich mir dabei eigentlich wünschen würde, ist, dass die Menschen sich nicht in erster Linie gleich fragen würden, oh, wie kriegen wir sofort wieder besseren Sex, sondern als allererstes würde ich mir die Frage stellen, warum will ich gerade Sex, beziehungsweise warum will ich gerade keinen Sex? Das ist für uns etwas, was wir einfach so unbewusst wahrnehmen, so, ah, okay, jetzt habe ich gerade keine Lust oder jetzt brauche ich unbedingt Sex. Aber keiner hinterfragt sich erstmal, warum? Was geschieht da gerade in mir? Aber bleiben wir erstmal bei der Frage, will ich Sex, ja oder nein? Wenn du das für dich geklärt hast, dann geh eben genau zu der nächsten Frage über. Was soll es mir geben? Also warum möchte ich gerade Sex? Da mal überhaupt zu erforschen und auf die Entdeckungsreise zu gehen. Weil viele denken halt, wenn ich regelmäßig Sex in meiner Partnerschaft habe, dann ist alles in Ordnung. Aber Sex ist nicht gleich Sex. Ich habe auch Paare bei mir im Coaching, die mir erzählen, also wir haben Probleme ohne Ende, wir streiten uns ständig, aber der Sex ist grandios. Das funktioniert so nicht. Sondern dann ist oft der Sex vielleicht oberflächlich, dass er ganz schön wirkt, aufregend wirkt, aber dann ist er oft wie so ein Hilfsmittel, was man nutzt, um andere Sachen zu kompensieren. Also, dass man quasi von den eigentlichen Problemen in der Beziehung wegkommt. Aber das werde ich jetzt Stück für Stück erklären. Das heißt, wir gehen mal so ein bisschen durch, was kann eigentlich der Antrieb dahinter sein, warum ich gerade Sex möchte. Wichtig ist vorher nochmal, dass dir klar wird, dann die Intention, warum du etwas tust, ist so entscheidend. Und das nimmt auch dein Partner unbewusst wahr. Deswegen ist es mir so wichtig, dass du da wirklich jetzt mal auf diese Forschungsreise gehst und mal erkundest, was ist eigentlich meine Intention dahinter, wenn ich gerade Sex möchte. Weil, das kennst du auch, also jemand kann dir ein Geschenk geben und es kann das schönste Geschenk der Welt sein, aber viel entscheidender als das Geschenk ist, mit welcher Intention gibt er dieses Geschenk. Gibt er dir dieses Geschenk, um dich eigentlich nur so ein bisschen zu ködern, weil er irgendetwas von dir will? Oder gibt er dir dieses Geschenk, weil er gerade so viel Fülle in seinem Leben hat, dass er dir davon was abgeben möchte? Oder gibt er dir das Geschenk, weil er sich eigentlich erhofft, dass du ihm dann bei seinem Geburtstag auch wieder was zurückschenkst? Du merkst, nur weil ich jemandem ein Geschenk gebe, ist das nicht automatisch gut, sondern entscheidend ist die Intention. Und genauso ist es beim Sex. Es ist nicht automatisch ein tolles Signal, wenn ich sage, oh, ich möchte Sex mit dir, und der andere ist der Böse, der keinen Sex mit dir möchte. Nein, sondern es entscheidende ist eben, warum tue ich das Ganze? Was ist meine Intention dahinter? Also, legen wir mal los. Ich habe vor kurzem mal ein Video gemacht, was Männer im Bett wirklich wollen und was ich da so häufig drunter gelesen habe, wo ich wirklich an die Decke fahren kann. Es hat viele Männer, die sagen, ja, also manchmal, da muss ich auch einfach mal nur Stress abbauen. Das ist bei vielen Männern ein häufiger Grund dafür, dass sie Sex haben. Und das ist für sie auch absolut in Ordnung. Ja? Was wir da machen ist, wir nutzen den Sex dazu, innere Anspannung irgendwie abzubauen. Aber was du dabei nicht bedenkst, dass Sex nicht nur etwas Körperliches ist, nicht nur ein Austausch von Körperflüssigkeiten, sondern auch ein energetischer Austausch zwischen zwei Menschen. Das heißt, wenn der Mann voll im Stress Sex mit der Frau hat, passiert es, dass er eigentlich seinen Stress auf die Frau überträgt. Und das ist dann auch wirklich, was ich von vielen Frauen höre, die dann berichten, boah, nach diesem Sex, ich habe mich total unruhig gefühlt oder total leer oder wie ausgesaugt, wie benutzt. Das sind oft dann Beschreibungen, die sie aber natürlich dann nicht ihrem Partner mitteilen, weil sie den ja nicht verletzen wollen. Ja? Sondern sie behalten das für sich und denken, ach gut, ich mache das Ganze mit. Damit kommen wir auch direkt mal zum nächsten Grund, warum viele Menschen Sex haben. Sie machen es ihrem Partner zuliebe, an der Oberfläche. Das heißt, man hat Sex und man merkt, oh ja, okay, er oder sie will unbedingt, gut, tue ich ihm den Gefallen. Das ist aber auch wirklich gefährlich, ja, weil was dahinter, ja, wir nehmen immer nur diese Oberfläche wahr, von, ah ja, ich bin ja so nett und nehme Rücksicht auf meinen Partner, aber wenn du da mal tiefer reingehst, ist das sehr egozentrisch, was du da eigentlich tust. Du vermeidest in diesem Moment eigentlich, den Partner abzulehnen. Nicht in erster Linie, weil du ihn nicht verletzen willst, sondern was eigentlich dahinter steckt ist, wir wollen nicht der Buhmann sein. Wir wollen nicht derjenige sein, der die ganze Zeit unseren Partner ablehnt. Weil wir natürlich auch gewisse Vorstellungen haben, wie wir in der Partnerschaft sind. Ja, was wir für eine Frau in der Partnerschaft sind oder was wir für einen Mann in der Partnerschaft sind. Was wir für einen Liebhaber sind. Das ist auch so ein Ding, was ganz lange in mir war in Beziehungen. Ist dieses, ich muss der perfekte Liebhaber sein, der immer will, der immer kann. Und das ist nicht nur, was ich erlebe, sondern was ich von vielen Männern höre. Ja, das ist so eine Grundkonditionierung, die wir im Sex erleben. Ja, und dann ist es so häufig, dass man gar nicht den Sex hat, weil man wirklich gerade
Lust auf Intimität hat, weil man gerade die Sehnsucht hat, seinem Partner wirklich nahe zu kommen, sich vereinen möchte, sondern man hat allein aus solchen Ego-Antrieben Sex. Weil man denkt, ich sollte jetzt Sex haben, ich sollte jetzt Lust haben, ich sollte jetzt so oder so sein. Aber was du damit erzeugst, ist, dass du beim Sex vollkommen im Kopf bist. Du bist ja überhaupt gar nicht verbunden in deinem Körper, weil dein Körper sendet dir eigentlich das Signal so, hey, ich will gerade nicht. Ja? Warum auch immer erstmal, wir können auch später nochmal da zu den Gründen kommen. Aber er sagt erstmal nein. Aber wenn du das immer wieder überrennst, immer wieder übergehst, dann schadest du dir damit auf Dauer. Und das ist dann auch ein häufiger Grund, warum gerade Frauen auf Dauer irgendwann keine Lust mehr auf Sex haben. Weil sie irgendwann merken, boah, es tut mir einfach nicht mehr gut. Weil sie haben so oft ihre eigene Intuition, ihre eigenen Körpersignale überrannt, dass sie irgendwann komplett dicht machen. Vielleicht kennst du ja auch das Phänomen Sex nach Streit. Also das ist natürlich einfach so ein Sex, der ganz toll sein kann, wenn man eben nach einem ganz heftigen Streit wieder zusammenkommt und ne, sich wieder nahe kommt und dann ist es wild und wie auch immer. Das ist auch etwas, wovon ich Paaren unbedingt abraten würde. Habt keinen Sex direkt nach einem Streit. Besonders oftmals, wenn der Streit nicht wirklich gelöst wurde oder dieser Konflikt nicht wirklich gelöst wurde und ihr überhaupt eine Lösung gefunden habt. Weil dann ist es so, dass auch wieder beim Streit entstehen natürlich ganz viele Emotionen. Ja? Wut, vielleicht auch Hass, Traurigkeit, Verzweiflung. Ja? Und die können natürlich, wenn ich sie nicht wirklich fühlen möchte, ja, dann haben wir den Mechanismus im Körper, dass wir durch Anspannung versuchen, diese Gefühle zu unterdrücken. Das heißt, es entsteht in unserem ganzen System Anspannung. Und dann ist auch das der Grund dafür, dass wir Sex möchten. Weil Sex ist dann so ein Weg, wie wir irgendwie diese Anspannung rausbekommen wollen. Ja? Weil auch das ganze Prinzip von diesem klassischen Sex, wie wir kennen, ist ja ein, wir bauen Anspannung auf bis zum Orgasmus und dann kommt so eine, ich würde es mal sagen, eher eine Illusion von Entspannung. Das heißt, das ist der häufige Grund, warum wir nach dem Sex so Lust aufeinander haben. So, der andere Grund ist, dass man damit die Distanz, die zwischen beiden ist, einfach irgendwie überbrücken will. Ja, das heißt, man hält es nicht aus, dass eigentlich gerade Distanz zwischen beiden ist. Und weil man nicht weiß, wie man das wirklich auf einer emotionalen Ebene lösen soll, versucht man das eben irgendwie auf so eine körperliche auszulagern. Und das erleben wir nicht nur im Streit, sondern das ist wiederum ein anderer häufiger Grund, warum Menschen, vielleicht auch gerade Paare, die auch vielleicht viel Sex haben, ist und auch gerade warum Männer oft Sex wollen, ist, sie wollen eine emotionale Distanz überbrücken. Und das über das Körperliche. Weil die meisten Männer, oder nicht die meisten, sondern eigentlich wir alle Männer, sind vom Grund auf konditioniert in einer absoluten Trennung von unseren Gefühlen, in einer Trennung zu unserem Herzen. Und das nicht seit unserer Kindheit, sondern das wurde seit Hunderten, wenn nicht seit Tausenden Jahren konditioniert bei Männern. Und deswegen können wir gar nicht mehr wirklich auf einer emotionalen Ebene wirklich Nähe zulassen, sondern da machen wir so eine verkrüppelte Version davon beim Sex. Und das ist der andere Grund, warum Männer ganz dann so gierig oder so hungrig nach Sex sind. Sie sind nicht gierig und hungrig nach dem Sex, sondern nach Nähe. Aber dadurch, dass der Sex so auf diese Art und Weise, wie wir ihn dann haben, ihnen nie diese wirkliche Nähe gibt, wollen sie es immer mehr und mehr und mehr. Und dieser Sex gibt ihnen aus einem einzigen Grund nie diese Nähe, die sie wirklich wollen, oder die sie wirklich möchten, weil ihr Herz vollkommen verschlossen ist. Da ist überhaupt gar nicht die Öffnung dafür da, Nähe wirklich zuzulassen. Und deswegen geben wir uns mit solchen Kompromisslösungen zufrieden. Ich hoffe, du merkst in diesem Video, es gibt sehr viele Gründe, warum wir Sex möchten. Und leider ist es bei den wenigsten, oder leider ist es viel zu selten, dass wir wirklich Liebe machen wollen. Sondern es sind meistens viel, viel tiefere, viel, 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 viel unbewusstere Antriebe, warum wir unbedingt Sex mit unserem Partner wollen. Und dadurch stimmt die Intention nicht beim Sex. Es geht eben nicht darum, wirklich zu lieben bei dem Ganzen, wirklich präsent zu sein bei dem Ganzen, wirklich sich zu öffnen für was auch immer dabei passieren will. Sondern es sind so viele Ansprüche, so viele Solltes, die da mit drin sind, so viel Kompensation von Dingen, die wir nicht fühlen wollen. Ja? Es ist so oft eigentlich ein Benutzen des Partners. Nicht nur bei Männern, die ihren Stress abbauen wollen, auch Frauen benutzen ihren Partner. In der Hinsicht, dass sie quasi zulassen, dass er mit ihr Sex hat, obwohl sie es gerade gar nicht wollen. Und dadurch benutzen sie ihn eigentlich nur zur eigenen Bestätigung. Die Bestätigung, ah, ich bin eine gute Partnerin, ah, ich bin eine gute Liebhaberin, um sich nicht vielleicht damit auseinanderzusetzen, dass das, was sie sich vorstellen unter einer guten Partnerin, nicht unbedingt zu dem passt, wie sie sich wirklich fühlen oder so verhalten wollen. Und ich würde dich bitten, nach diesem Video dir vielleicht einfach mal einen Moment Zeit zu nehmen, mal zu erforschen, warum habe
ich eigentlich meistens Sex? Geht es mir wirklich um den Sex oder sind da eigentlich viel niedere Bedürfnisse, die dahinter stecken? Dass ich Bestätigung möchte, dass ich irgendwie geliebt werden möchte oder ob da das riesige Bedürfnis nach Nähe ist, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das auf eine andere Art und Weise kriegen soll. Das Wertvolle, was auf dich wartet, wenn du wirklich mal ehrlich zu dir bist, radikal ehrlich, dann wartet auf dich echter Sex, echte Nähe, die so viel tiefer ist, als was du vielleicht bis jetzt je erlebt hast. Und das richtet sich nicht nur an Frauen, sondern es richtet sich gerade an uns Männer. Frauen sind da einfach intuitiv noch viel besser ausgerichtet darauf, was sich für sie gut anfühlt, was sie brauchen. Wir Männer sind da schon in einer ganz anderen Sphäre und müssen das überhaupt wieder komplett neu lernen, unser Herz wirklich zu öffnen. Und ich wünsche das aus tiefstem Herzen, so vielen Menschen wie möglich diese Erfahrungen in ihrem Leben und besonders in ihrer Beziehung zu machen. Eine tiefer erfüllte Sexualität, die weit hinausgeht über irgendwelche Fantasievorstellungen, über irgendwelche verschiedenen Stellungen, Sachen, was man da nicht alles machen kann. Sondern die einfach nur basiert auf einer tiefen energetischen Vereinigung. Und das mag alles vielleicht für dich noch esoterisch oder wie auch immer klingen, kann das auch alles. Letztendlich brauchst du mir persönlich gar nichts glauben, sondern mach die Erfahrung selbst. Hab weiterhin diesen Sex, wie du ihn hast. Ja, wundere dich dann aber nicht, wenn er immer weniger wird oder wenn er dich einfach nicht glücklich macht. Aber wenn du vielleicht ganz ehrlich zu dir bist und merkst, irgendwie passt das alles so nicht für mich, dann öffne dich für einen neuen Weg. Probier Neues aus. Ich habe auch noch ein paar andere Videos auf meinem Kanal, die du dazu anschauen kannst. Falls du dir aber auch gerade wirklich Unterstützung wünschst in deiner Partnerschaft oder in deiner eigenen Sexualität und weißt, irgendwie stimmt das nicht und irgendwie weiß ich nicht, was ich tun soll, was wir tun sollen und irgendwie hat der Manuel recht mit dem, was er sagt, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich stattdessen machen soll, dann lade ich dich vom Herzen ein ins Coaching, wo wir wirklich persönlich miteinander arbeiten, weil da steckt noch viel mehr hinter, viel mehr auch Traumatisierung, also noch viele Themen, die sich nachher am Sex zeigen, aber das würde jetzt den ganzen Umfang des Videos sprengen. Also da lade ich eben herzlich zu mir ins Coaching ein. Alle Infos findest du wie immer hier unter diesem Video. Und ja, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass dir gerne einen Daumen nach oben da. Schreib auch gerne mal in die Kommentare, was du darüber denkst oder was du eigentlich merkst, was oft vielleicht so ein Beweggrund ist, Sex zu haben oder was deine Meinung darüber ist. Und teile dieses Video gerne mit Menschen, die vielleicht auch ein bisschen bewusster mit ihrer Sexualität werden dürfen. Ja, ansonsten wünsche ich dir wie immer eine wundervolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, dein Emanuel.